Ja. Das läuft jetzt. Das läuft jetzt. Ja. Auf der Punkt. Küsst die Hand, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Einige kennen diese Formel. Es war die Begrüßungsformel meiner Sendung Bergmanns Art, die ich zumindest heute Abend in diesen Salon übernehmen will, wenn ich darf. Es waren die ersten Worte dieser Sendung und es waren die letzten Worte dieses Magazins, das ja das einzige war, was sich je im Fernsehen mit den bildenden Künsten befasst hat. Ich sage das deshalb, weil die schönen Künste für mich auch immer die bildenden Künste geblieben sind. Und das trotz allem Wenn und Aber und trotz allen Preisstürzen und rauf und runter und den Launen des Marktes und den Füßen, die mir immer wehgetan haben, wenn ich durch die Kunstmärkte gegangen bin und wo wir uns ja oft getroffen haben. Und ich sage das auch unabhängig von meinen eigenen Launen und Zuständen, von den Befindlichkeiten in Kunst und Leben, was ja auch mein Slogan war. Und die waren natürlich auch immer durchaus wechselhaft und widersprüchlich, meine Launen, in einem Atemzug sozusagen, wie ja auch die Launen des Kunstmarkts so sind. Und schließlich und endlich bin ich ja auch nicht der Knecht meiner Ansichten von gestern. Das ist einer jener Merksätze des französischen Schriftstellers Stendhal, glaube ich, und die man doch sehr voreilig als Kronzeugen für beliebig wechselnde Meinungen missverstehen kann. Was tragisch ist, weil man sich um die einfache Wahrheit bringt, dass es immer dann geistig am ertragreichsten sich debattieren lässt, wenn man sozusagen auch schwankend zwischen den Positionen sich versucht zurechtzufinden, wenn man auf einem relativ festen Grund steht. Das ist ein höchster Genuss, denke ich, diese Frontenwechselei, wenn es nicht bloß um einen opportunistischen Sinneswandel geht. Nun ja, denke ich, das ist die heilige Dialektik und wir sind mittendrin im Thema des Abends und dem Generalthema des Mittleren Salons, den ich heute die unverdiente Ehre habe, moderieren zu dürfen. Mensch und Wahrnehmung, auch wenn das nicht immer wiederholt wird, wir reden natürlich nur darüber. Ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, dass dieses Begriffspaar, das ja auch nach naturwissenschaftlich-philosophischen Auseinandersetzungen geradezu schreit, dem sich der Salon ja auch in anderen Zusammenhängen widmen wird, dass dieses Begriffspaar so vielseitige Aspekte haben, dass wir uns heute Abend nur auf das Naheliegen zu konzentrieren, auf die Menschen hier am Podium, die man Künstler nennt, weil sie in und durch ihre unterschiedlichen Kunststücke Wahrnehmungen wiedergeben. In einer gesellschaftlichen Situation, in der alles und jedes immer mehr dem Diktat der ökonomischen Nützlichkeit und der kurzfristigen Verwertbarkeit anheimzufallen droht, würde ich mal sagen, die Bildung, die sich rechnen muss, für wen eigentlich, die Kultur, die politisch am liebsten als Standortfaktor sich legitimieren muss, da gibt es ja eine große koalierende Einheitsfront der politischen Strömungen. Und in unserer schönen, kleinen, großen Stadt Mannheim, wo sich eine Kulturinstitution sozusagen Sport, wie ein Sportverein so ein bisschen organisieren muss, um den Spielführer, und das handelt sich natürlich um den Herrn Schiller, sozusagen in Szene setzen kann, ist das, denke ich, alles ein bisschen kompliziert. Wobei ich weder gegen kulturelle Jugend- noch Erwachsenenbildung bin, wenn sie gut gemacht ist, und gegen das Nationaltheater habe ich natürlich auch überhaupt nichts. Ich liebe es. In diesem Umfeld, denke ich, ist es ein schöner und notwendiger Luxus, und Renate von Metzler sei es auch von hier aus nochmal gedankt, dass wir uns hier heute Abend treffen können, uns mit Künstlern und ihren Kunstwerken befassen können,
und das versuchen herauszubekommen, was die Künstler und was wir vielleicht auch so unter Wahrnehmung verstehen. Und vielleicht werden wir uns ja ein bisschen streiten, wenn wir Glück haben. Auch wenn es viel zu selten und noch in der öffentlichen Diskussion ist oder im Diskurs, wenn man so will. Wir wissen, dass die Künste insgesamt, ähnlich der Religion, jenen imaginäre Orte schaffen, in denen sich die Tragik des Lebens, die fragile und allzu vergängliche Schönheit spiegelt, in der sich das Höchste und das Niedrigste, das Reine und das Verdorbene einen Resonanzboden schafft. Ohne den wird in allen Zeiten nicht auskommen können. Und dann wird sich wohl auch zukünftig nichts ändern, es sei denn, wir wollen versinken in politische Intellekte und in emotionaler Barbarei. Meine Damen und Herren, der Mensch ist wie die Kunst, die erschafft ein Ding an sich. Ein letztlich unnützes Ding, aber doch ein so zauberhaft schreckliches Phänomen. Eine Fußnote des Universums, des Kosmischen meinetwegen, ganz wie man will, egal nun, ob das ein Zufall ist oder durch undurchschaubaren göttlichen Willen erzwungen. Und das rechnet sich letztlich nicht, dieses Phänomen Mensch. Das ist eine schreckliche vielleicht, aber eine interessante Tatsache, sprich Wahrnehmung. Und das gilt natürlich auch für alle eifrigen Rechnungsprüfer, das rechnet sich letztlich auch nicht, die ständig mit dem Nützlichkeitsfaktor ihre eigene Legitimation unterstreichen. Der Mensch, das ist die dramatische Wahrnehmung, der wir uns stellen, ist der Fehler im System. Denn der Mensch ist mit seinen Gefühls- und Gedankenschwankungen unberechenbar. Mensch rechnet sich nicht in einer menschenwürdigen Gesellschaft, so wie die Gesundheit sich nicht rechnet und der Tod sich höchstens für Erben und Beerdigungsunternehmer auszahlt. Und im Allgemeinen ist der Tod, welch eine deprimierende Wahrnehmung, kein besonderer Standortvorteil. Und er ist dennoch unausweichlich und somit unbedingt notwendig, so wie es die Künste sind. Notwendig sind die Künste, weil sie, ähnlich wie Religion und Philosophie, uns zurückführen zu uns selbst, auf die elend komplizierte Verquickung von Vergangenheit als Erinnerung und Zukunft als Risiko. Und dann stecken wir auch noch im Schlamassel der Gegenwart. Und weil die Künste, wenn wir mit ihnen Glück haben, uns vorbereiten oder ausrüsten auf und für die Lust und die Last des Lebens und uns auf unsere eigene innewohnende Kreativität orientieren, ist das alles so wichtig, so oder so ähnlich, aber vielleicht muten wir den Künsten ja auch allzu viel zu mit solchen Ansprüchen. Der modernste aller deutschen Dichter, und ich glaube, das war weder Goethe noch Schiller, sondern mein rheinischer Landsmann und der erste Bewusstseinseuropäer Heinrich Heine, hat so trefflich definiert, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Sich mit dieser simplen, genialen Wahrheit zu erinnern, das ermöglichen uns die Künste. Hoffentlich. Und da wir uns ja in einer Unterhaltungskultur befinden, unterhalten wir uns jetzt zuerst mal über das, also mit denen, die Kunst schaffen, die hier sind, also mit den Menschen, mit den Künstlern. Und sollte uns hier am Podium der Atem ausgehen, was ja nicht ganz unwahrscheinlich vielleicht ist, oder vielleicht dann doch nicht, dann beginnt dann ihr Atem sozusagen. Stefan Czesny, anders gefragt, hat man Ihnen an der Wiege gesungen, dass Sie Künstler werden, oder salopp gefragt, wer hat Ihnen dann diesen Floh ins Ohr gesetzt? Ja, dazu muss ich folgende biografische Anmerkung machen, dass ich im weitesten Sinne schon aus einer Künstlerfamilie stamme. Meine Eltern waren beide Schriftsteller, sehr engagiert in der Nachkriegszeit, sogar in der Gruppe 47, wem das etwas sagt. Und eigentlich wollte ich dem Vorbilde nach auch Schriftsteller werden und fing auch an, erste Romane zu schreiben und habe dann aber in der Pubertät plötzlich ein anderes Ausdrucksmittel, aber über einen sehr intellektuellen Weg entdeckt, in dem ich mich sehr stark
mit dem Existenzialismus beschäftigt habe. Und ich weiß, eines der ersten wichtigsten Schriften war Sartre über Alberto Giacometti. Und dieses Essay hat mich dann zur bildenden Kunst geführt. Und der zweite Einfluss war Paul Klee, der ja in seinen Tagebüchern sehr literarischen Ansatz, philosophisch-literarischen, der ja von der Musik kam. Und das war die zweite Säule, die mich schwer beeindruckt hat. Und eigentlich bin ich über den Kopf zur bildenden Kunst gekommen. Über das Lesen habe ich die Augen geöffnet und habe angefangen zu malen und habe dann sozusagen fast in einer Auflehnung gegen die Wörter im Elternhaus. Die Wörter ist wieder im übertragenen Sinne ein wichtiges Buch von Jean-Paul Sartre. Habe ich die andere Ausdrucksform entdeckt und habe mich eben voll in die Welt der Malerei gestürzt. Und deshalb war ich natürlich irgendwo eingebettet in diesen kulturellen Zusammenhang. Daneben, muss man sagen, war mein Vater, meine Eltern mit sehr vielen wichtigen Malern zu dieser Zeit befreundet. Ich habe als sehr junger Künstler zum Beispiel Ernst Wilhelm Ley kennengelernt und viele andere wichtige Künstler, die in unserem Hause ein- und ausgingen. Eine ganz wichtige Persönlichkeit, die so eine Art Großvater wurde, war Werner Haftmann, der ein ganz enger Freund meines Vaters war und mit dem ich also meine ersten Dialoge über Kunst halten konnte. Also von daher möchte ich die Frage so beantworten, dass ich eigentlich im künstlerischen Umfeld groß geworden bin. Das war also auch so ein bisschen Vatermord. Hm? Sicherlich. Also mein Vater hat immer sehr hegelianisch argumentiert, indem er eben sagte, die Begriffe stehen über allem. Die Wörter, die Begriffe und die anderen Künste sind so eine Stufe drunter. Sie sind so undeutlich. Das war immer unsere Auseinandersetzung, weil es musste alles begrifflich werden. Und für mich war eben das andere genauer. Für mich ist emotionales Gefühl, was aus Gefühl. Da kommen wir noch zu. Okay. Steve. Hm. Wie war das denn mit Ihrer Künstlerwerdung? Sie haben ja in Kanada an zwei renommierten Universitäten studiert. Mhm. Was eigentlich Kunst, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich in Amerika öffentlich ein Kind kann nicht sagen, meine Eltern sind Schriftsteller oder Filmmaker, aber ich kann. Mein Vater war ein Filmmaker und meine Mutter war ein Operasänger. Und ich hatte keine andere Chance, andere Beruf, nur Künstler, nur Schriftsteller in meinem Haus, wenn er jung. Also das ist blöd in Nordamerika, weil alles andere Kind im Schule war Businessman, na. So mein Haus war total Wahnsinn mit Opera und Filmmaking. Und das war die Zwischenstück. Und so in meinem Kopf, Kunst war Bild, das Bild. Aus Repetition, of Filmmaking. Und mein Vater immer mit alles für Bücher, für Kunst. Und ich habe nie ein fantastisches Kunstwerk zu sehen, bis 17 Jahre alt. Das war mein erstes Stück nach Europe, sozusagen. Also für mich, Fotografie war ein Hintergrund. Immer. Und das ist nicht so spezifisch, ein bisschen abstrakt, weil Fotografie für mich ist ein Language sozusagen. Und das ist ein bisschen flu bis scharf jetzt. Da kommen wir aber noch. Matthias Weicher, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Eigentlich sagen wir du, aber hier auf dem Podium bleiben wir natürlich beim Sie oder versuchen es zu machen. Sie sind eines Morgens aufgestanden und haben gesagt, jetzt werde ich ein berühmter Künstler, der 2005 auf der Biennale ist. So war das, ja? So ungefähr. Also ich meine,
Also ich meine, ich bin jetzt irgendwie aus dem, also ich komme jetzt nicht aus dem Elternhaus, also ich meine, ich bin... Du kommst aus Westfalen, das muss man sagen. Aus Westfalen und aus einem kleinen Dorf und ja, also ich meine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Also ich meine, es, also die Vorbildung war irgendwie bei mir zu Hause nicht so, also ich habe irgendwie auch relativ späten Kontakt zur bildenden Kunst gefunden. Also ich meine, ich habe dann, ich weiß nicht, irgendwie von einem auf den anderen Tag angefangen, es zu machen, auch relativ intensiv. Also das war so mit 14, 15... gab es einfach so einen Punkt, ich, den Auslöser kenne ich auch selber gar nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich dann begonnen, einfach Zeichnungen zu machen und das war irgendwie aus dem Drang heraus, ein bisschen auch, sicherlich auch ein Rückzug. Ich komme aus einer relativ großen Familie, 5 ältere Brüder, es war einfach ein kleines Haus, wahnsinnig turbulent und es gab einfach den Keller, das Dachboden, ich habe mich einfach zurückgezogen, ich musste einfach irgendwas aufs Blatt bringen und das war einfach also damals schon so ein bisschen auch ein, sicherlich ein Rückzug und es war nie auch verbunden mit einer Vision, also es war mit einem Werdegang oder mit einem, also mit einem Weg, den ich mir jetzt irgendwie vorgestellt habe, wo es irgendwie hinführen konnte, sondern es war einfach irgendwie begonnen und relativ ziellos auch. Also ich habe dann... Aber diese große Familie, die zwingt mich ja fast zu dieser sarkastischen Frage, ob das das Ergebnis der leeren Räume ist. Alle ausradiert. Ich weiß, es ist erstmal auf jeden Fall ein Auslöser gewesen, denke ich mal. Und für mich hat irgendwie auch ein Weg, auch dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen, natürlich. Also. Aber natürlich auch. Ja, ich bin irgendwie auch ein sehr visueller Mensch und habe mich einfach dann irgendwie in diese bildende Kunst eingelassen und habe dann auch von einem Nullwissen mich da einfach irgendwie reinbegeben und ganz naiv diesen Weg gegangen einfach. Und, gut, auf das Ergebnis des Wegs kommen wir ja gleich noch, weil die leeren Räume, die sind natürlich sozusagen, spucken ja überall in uns rum, wo wir arbeiten von Imken Stefan. Chesney, sagen Sie mir doch mal irgendwas von der Eva. Von der Eva? Was ist denn die Eva? Die Eva ist zuallererst mal meine Frau. Also, Sie wissen ja wahrscheinlich, es gibt ja die große Ausstellung hier im Haus von ihm, erotische Bilder. Und da spielt ja die Eva doch eine sehr dominante Rolle. Ja, noch nicht alleine, aber doch sehr. Zum anderen. Präsent, genau. Ist natürlich die Eva auch die sinnbildliche Eva aus der Bibel, die erste Frau oder die Frau schlechthin. Und auch meine Eva ist in einem abstrakten Sinne auch ein Gleichnis. Sie ist beides. Sie ist für mich meine persönliche Eva, aber dann auch gleichzeitig eben so weit abstrahiert, dass es ein zeitloses Gleichnis ist, eben ein Sinnbild. Und sie ist für mich natürlich die direkteste Form des Gegenüber, der Auseinandersetzung. Und das ist so auch wie bei einer Batterie, Plus und Minus. Also es ist so die Entsprechung, an der man Analyse und Forschung und Modell und alles zusammen. Nicht? Ein bisschen bösartig vielleicht gefragt, ist das nicht ein bisschen langweilig, immer Eva zu machen? Ja, langweilig für mich nicht. Ich weiß es nicht, wie es anderen, ich meine, ich denke, in der Kunst ist das Sujet auch ein Anlass, so wie für Cézanne ein paar Äpfel, ein Anlass, etwas zu formulieren und auszudrücken. Und für mich ist das halt der immer wiederkehrende, spannendste Anlass. Mir geht es oft so, dass ich mit etwas anfange, was weit davon entfernt ist, und ich ende doch wieder dort. Also zum Beispiel... Wir würden schon gerne mal abhauen. Oder? Da frage ich mal feministisch. Die großen Erotiker des 19. Jahrhunderts, ich sage mal Courbet, Ingres, das sind sicher Künstler, auf die sich beziehen werden, geistig, und Ingres mit seinen Linien, wie auch immer. Also die großen
Erotiker dieser Zeit wurden ja sozusagen, ihnen wurde ja immer vorgehalten, sie schaffen das Bild der Frau, der Eva meinetwegen, das ganze berühmte Bild von Courbet, die Erschaffung der Welt, wo man im Grunde nur die Vagina sozusagen sieht und ein bisschen Busen, wenn man genau hinguckt, oder Ingres, das türkische Bad, dass das sozusagen die Ansammlung oder beziehungsweise der Ausdruck des Mannes ist, mit dem er das Weib in Schach hält und wo er sich sozusagen das Weib verfügbar macht. Wenn ich Ihnen das jetzt unterstelle, werden Sie wahrscheinlich nicht, werden Sie höflich bleiben, aber Sie werden mir sicher nicht zustimmen. Früher hätte man ja da anders reagiert. Naja, für mich ist der Ansatz viel zeitloser. Also ich beziehe mich auch auf die griechische Kunst und ich sehe abendländische Kulturgeschichte sehr stark vor der griechisch bis römischen Kunst, die mich sehr beeindruckt hat. Ich muss dazu sagen, ich habe auch Archäologie studiert. Auch dieser Hintergrund spielt eine Rolle. Und wenn man die Kunstgeschichte als Ganzes übersieht, sieht man eben gerade in der abendländischen Kulturgeschichte einen roten Faden durch die ganze Kunstgeschichte, in der bis auf wenige Ausnahmen immer wieder dieses Gleichnis, ob das ein Tizian, ein Rubens oder was auch immer vorkommt. Und in dem angesprochenen 19. Jahrhundert kommt zum ersten Mal eher ein Knacks ein. Ich würde sogar sagen, dass die Jahrhunderte davor, also gerade die Renaissance oder so, viel souveräner mit dem Thema umgegangen sind als dann das 19. Jahrhundert, wo dann was Verquältes reinkam. Und auch heute ist mein Empfinden so, dass man zu der Thematik eher ein problematisches Verhältnis hat, nicht? Dass man nicht, aber man verbindet sehr viele negative Gegenbilder damit, bis hin zur Pornografie. Aber im Grunde war ja die ganze große Kunst unseres Abendlandes sehr viel freier. Diese wunderschönen Bilder, ob es eben Tizian ist oder also welchen Maler man auch nimmt, nicht? Velázquez zum Beispiel, Goya, überall wird das mit großer Schönheit und Souveränität gehandhabt. Und dann kommt plötzlich, auch bei Delacroix noch, und dann kommt plötzlich sowas rein, dass es mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, dass es schwierig wird. Und das ist bis heute geblieben. Also ich spüre eher eine Tabuisierung und auch eine Trennung zu dem, man betrachtet sich heute auch die alten Meister und sie sind weit weg. Aber dass heute einer einen Akt souverän malt und ihn zum Beispiel in eine Bank hängt, erscheint schwierig. Nicht? Und warum ist das eigentlich schwierig? Ich versuche ja, dieses Thema so zu formulieren, dass es nicht Pornografie ist, dass es nicht irgendwie eben eine negative Belastung hat, aber auch es ist auch keine Degradierung der Frau zum Objekt in Unterdrückungsform oder so weiter, sondern es geht wirklich um Natur und Schönheit an sich, um befreite Natur. Das ist ja auch eine sehr exotische Natur, auf die Eva umgibt. Und da möchte ich mal auf Matthias, muss ich immer aufpassen, dass ich Sie sage, also auf Matthias Weichel kommen. Matthias, Sie haben ja in Ihren leeren Räumen, über die ich mich gleich nochmal speziell unterhalten möchte, aber da kommt ja auch sowas Exotisches rein. Die Palmen vom Plattenbau, die Pyramiden etc. Was ist denn, was steckt denn dahinter? Ist das auch eine Sehnsucht nach Eva? Also ich denke mal, das ist eher so ein visuelles Vokabular, dessen ich mich, also aufgrund von, also oft sind es auch Fundstücke, die ich auch irgendwie dem Collage-Prinzip auch folgend in meine Bilder irgendwie also einbaue also ich denke mal, das ist weniger, das sind schon jetzt nicht meine persönlichen Wunschbilder oder auch irgendwie Wunschfantasie, sondern es ist eher so was Aufgegriffenes, was sicherlich irgendwie auch
dem also auch dem allgemeinen Unterbewussten wahrscheinlich. Aber ist auch das nicht ein bisschen harmlos interpretiert, wenn ich mich an die Zeichnung Sex erinnere zum Beispiel? Da sehe ich so einen Raum, zu groß ist die Zeichnung, da sehe ich einen Raum mit so einem Art, naja, so ein Ofen, so ein, wie heißt das, so diese Kachelöfen, so, und da liegt eine Matratze, Kamin. Und der Kamin, ja, da liegt eine Matratze, da ist so eine Palme da, und dann steht dann über dieser Matratze Sex. Das kann man ja ganz fördergründig interpretieren, aber das ist doch auch so eine Sehnsucht nach etwas anderem, was er Schönheit zum Beispiel nennt. Ist das nicht auch so ein bisschen mehr als nur Fundstücke, die da gerade in Leipzig rumliegen? Also ich meine, gerade in den Zeichnungen, also ich meine, ich hätte dieses Bild nicht als Gemälde gemalt. Ich meine, das ist natürlich irgendwie, wird wahrscheinlich auch nicht kommen, aber das sind halt irgendwie Zeichnungen, die natürlich auch eher sowas, also auch, ich meine, das sind Zeichnungen, die wirklich sehr, also wo ich wirklich abtauche und wo ich einfach einen nach der anderen mache und da passieren einfach so Dinge, die ich wirklich auch sehr unbewusst mache und es sind einfach so Assoziationsketten, es sind einfach Dinge, die mir in dem Moment auch einfallen. Es ist, ich meine, ich mache keine großen Würfe, sondern ich fange in der Ecke an, in der einen Ecke an, höre in der anderen Ecke auf. Und es sind einfach, das sind wirklich Assoziationen und Bilder, die mir auch zufliegen in dem Moment. Es ist nicht wirklich was Ausgedachtes und was ich jetzt irgendwie auch verbal oder was ich irgendwie auch begründen möchte, sondern es sind einfach wirklich Dinge, die mir dann auch zufliegen und die ich dann auch gerne entgegennehme und dann aufs Blatt bringe. Also, ich möchte da jetzt nicht wirklich Botschaften oder ich möchte jetzt nicht, also jeder Zeichnung, die entstanden ist zum Beispiel, möchte ich jetzt auch nicht irgendwie eine bestimmte Bedeutung zuschreiben, sondern es ist wirklich auch ein Spiel mit Form, mit was ja auch Schrift ist natürlich, Schrift und es sind unterschiedliche Elemente, die da zusammenfließen und natürlich kann man auch die Assoziation haben, also als Betrachter, was passiert da auf dem Teppich vor dem Kamin oder was ist da passiert oder so. Ich lasse mir natürlich ungern meine eigene Interpretation verdauen, das versauen, deshalb lassen wir das nochmal lieber. Steve, wo ist bei Ihnen die Erotik? Ist dieser schreiende Junge dort oben, oder andersrum nochmal gefragt, es gab ja eine Zeit, die Fluxisten, Beuys, Vostell, die gesagt haben, der Schrei eines Kindes ist so, na, erotisch haben sie vielleicht nicht gesagt, aber so Kunst, so sehr Kunst wie das hohe C der Callas. Was ich übrigens auch für eine ziemlich erotische Angelegenheit finde, wenn die da hysterisch oben ist. Was ist denn dieser Schrei dieses Jungen? Oder wo ist die Erotik in ihrem Werk, also in diesen Bildern, die wir ja hier in der Kunsthalle sehen können? Deshalb gehe ich natürlich besonders darauf ein, warum, wo ist das? Gibt es da so auch was Erotisches oder was definiert der Schrei? Erst einmal, der Schrei kommt einfach aus Goya vielleicht oder einfach aus Manet. Wenn im Maler, du machst einen Figurative-Maler und du sagst im Kopf, ja, ich hätte gerne dieses Figur zum Sprechen. Bewegung im Stillleben. Das ist eine schwere Frage. Also im Maler. Also das Kind schreit und das kommt aus, wenn kommt das Emotion nach Sentiment, nach zu viel Sentiment? Und was passiert, wenn du zu sehen, ein Mensch ganz in die Mitte auf ein Problem, auf eine Krise? Und was ist das, eine Krise oder ist das ein poetischer Moment, und dann was passiert next. Und für mich, dieses Bild ist wichtig, weil wir haben viele Chancen, viele andere Ideen kommt auf dieses Schrei. Ist es nicht erotisch für mich? I don't know, ich weiß nicht. Maler oder bildende Kunst, und in spezifischen Maler, hat immer auf die Farbe ist erotisch. Wenn du ein Maler richtig mit deiner Hand, das ist eine erotische Bewegung, immer. Wenn du ein leeres Räume und zu gehen nach der Linie, dann die Mitte, in die Ecke und links und rechts, das ist eine erotische Bewegung. Das ist Maler, das ist erotisch. Wenn du ein Akt Maler, das ist
ein Hintergrund erotisch und dann kommt nochmal die erotische Akt. So für mich, ich weiß nicht, was ist erotisch auf das Schrei, aber das ist Goya, das ist die richtig unreasonable Moment sozusagen. Was passiert, wenn alles kommt wenn alles ist zu viel und was heißt das auf Deutsch? Compression. Also alles im Kopf ist zu compressed. Crash, dann kommt das crash. Vielleicht ein Crash, ein Schadenfall. Und dann kommt das Primal Scream sozusagen. Und im 1628 vielleicht ein Philosopher, Bakhtin, hat gesagt, was ist die Primitive Scream? Was kommt auf die Denken über ein Primitive Scream? Oder sprechen, wenn wir jetzt sprechen, so ruhig und calm und wir warten auf die nächste Menschen alles, aber in die Zeit auf Bruegel vielleicht alle Menschen sprechen zusammen und vielleicht ein lauter Mensch ist gehört. I don't know, ich weiß nicht. So kam das Bild. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn der Chef nichts dagegen hat. Er guckt schon so, wir wollten eigentlich später... Wir wollten später darüber. Ich bin trotzdem nicht hinterher. Doch, das ist doch kein Problem. Ich will das richtig sagen, Sie. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie da. Nein, das ist alles wunderbar. Aber ich muss doch sagen, wir sitzen doch hier nicht in einem Atelier, sondern in einer Bibliothek. Und zwar haben wir das jetzt gefeiert, dass das eine Bibliothek ist. Und da sitzen nun, entschuldigen Sie bitte, aber keiner von Künstlern, die was über geschrieben haben, sondern die malen vielleicht. Finden Sie das alles richtig? Die Frage kann ich nur unschuldig weiterreichen an Ihren Nebenmann, weil ich bin sozusagen auch nur ein Diener wie all die anderen. Das sind natürlich, was da in den Bibliotheken sind, ist natürlich und gerade von Künstlern geschrieben. Die darf man doch vielleicht auch einmal sagen, etwas. Ich darf es vielleicht kurz beantworten, darf ich sehr gerne. Wir machen hier ganz verschiedene Veranstaltungen. Also wenn das die Odyssee wurde gelesen. Nein, ist jede Frage ist erlaubt. Wir haben die Odyssee hier lesen lassen, es war ein sensationelles Erlebnis. Wir haben jetzt Künstler hier, wir haben Wissenschaftler irgendwann hier, Philosophen. Die Bibliothek ist ein Kulturgut, in dem alle Künstler, alle Denkvorstellungen des Menschen zusammengeführt werden. Und so ist das zu verstehen. Deshalb sind wir heute zusammen, weil die Ausstellung zur Malerei ist, haben wir einfach ein paar Maler noch eingeladen. Also da muss ich jetzt morgen nochmal kommen. Und übermorgen nochmal. Ja. Und dann gehen wir zusammen durch. Ich wollte nur noch kurz sagen, warum kommst du eigentlich auf den Francis Bacon? Das ist doch fast der Urschrei des Menschen, das Drama des Menschen. Fällt mir nur gerade ein. Aber ich also das Drama des Menschen, dann, das ist mir zu jung. Ich bin ja konservativ. Deshalb habe ich auch immer noch Papier hier. Das Drama des Menschen ist, wenn er Goya sagt, da fällt mir im Grunde natürlich die schwarzen Bilder ein. Und mir fällt vor allen Dingen der Hund ein, dieser kleine Hund, der sozusagen in dem Sand versäuft. Mhm. Das ist für mich der Schrei. Mhm. Und deshalb fällt mir nicht Bacon ein, der sicher ein großer Maler ist, aber ich würde keinen halben Zentimeter von Goya vom ganzen Bacon hergeben. Das war, aber ich wollte... Oh ja, ich will eigentlich den Matthias Weischer was fragen, aber diese Frage... Ich habe es auch immer vergessen aufzuschreiben. Wo ist denn eigentlich, und wie ich sie jetzt nicht wieder vergessen will, will ich sie jetzt stellen, wo ist denn eigentlich Adam? Wo ist denn eigentlich Adam? Also ich habe die ganzen Bilder durchgeforstet und ich glaube, wenn, habe ich ihn einmal entdeckt vielleicht. Vielleicht brauche ich auch eine bessere Brille, aber er ist im Grunde genommen natürlich nicht präsent, wenn man sozusagen, jedenfalls nicht im Bild. Wo ist Adam? Naja, er ist präsent durch mich, durch das, durch den Ausdruck, der in den Arbeiten liegt, die von mir geschaffen sind, sozusagen, und nicht von einer Frau. Und beides ist dann eine Einheit.
Also ich denke, so wie ich auch Kunst empfinde, dass man durchaus spürt, dass Van Gogh ein Mann ist und Cézanne ein Mann ist und dass da drin auch, sagen wir mal, solche Handschrift, dass ich das nicht äußern muss durch literarische Gegenständlichkeit. Und deshalb bin ich hier der männliche Part und habe das Gegenüber als Sujet und das Ganze wird zu einem. Also die Kunst ist männlich, oder? Das würde ich nicht sagen. Es gibt sehr große Künstlerinnen. Nicht? Es gibt auch Künstlerinnen, die dieses zum Sujet haben und umgekehrt. Nicht? Also gerade in unserem Jahrhundert gibt es sehr gute Malerinnen. Also ich erinnere mich an so einen Dialog, den ich mal vor Jahren, auch für einen Film, den ich gemacht habe, mit Marie-Jo Lafontaine geführt habe, wo ich dann so diese Weiblichkeitsfrage gestellt hatte, war ich fast aus dem Atelier geflogen. Also, aber gut, Matthias war ich. Der Raum ist menschenleer, zumindest die Räume, mit denen sie berühmt geworden sind. Was heißt das? Ist das Ihre Wahrnehmung von Welt, also menschenleer, oder sind das auch wieder nur Fassadstücke? Ich würde sie nicht so gerne mit dieser Hintertür rauslassen. Was ist das? Was ist das für eine Wahrnehmung, die Sie dort in diesem Bild definieren? Also mir reicht es eigentlich, also für mich ist es erstmal genug mit Malerei, gewisse Volumen darzustellen, also einfach tiefe Raum, und das mache ich halt eben auch eine ganz spezielle Art, also ich versuche halt eben die Farbe eben auch als Material zu verwenden und versuche natürlich irgendwie über die Farbe auch irgendwie, also ich meine, den Menschen auch auf seine taktilen Vorstellungen auch anzusprechen, also es geht natürlich irgendwie um es geht um Materialität, es geht um Raum, es geht um Volumen, und da ist mir halt der Mensch in dem Moment auch, also da ist er mir einfach im Weg und da ist er mir auch zu, also gibt auch zu sehr eine Handlung und auch vielleicht eine Erzählung vor, und da beanspruche ich doch lieber den Betrachter als Figur, die sich dann in dem Raum zurechtfinden muss, und also versuche jetzt nicht irgendwie die Handlung in das Zimmer hineinzulegen, sondern lasse einfach den Betrachter durch die Räume laufen und hat die Möglichkeit, unter den Tisch, unter das Sofa, hinter den Vorhang, überall, also einfach das abzulaufen, abzuwandern. Und das sind irgendwie meine Ziele, die ich dabei irgendwie also für mich verfolge und auch an den Betrachter stelle. Auch, also die Aufgabe. Malen Sie das Bild für Sie, weil Sie es aus sich heraus malen wollen, oder malen Sie es für einen Betrachter, damit er sich darin verliert oder zurechtfindet? Naja, ich male es erstmal so, wie es am Ende aussieht. Also ich meine, ich bestimme natürlich, wo es hingeht, und ich bin derjenige, der, also ich meine, ich gebe das Bild irgendwann frei, und ich meine, ich gebe es in dem Moment frei, wo ich selber auch von dem Bild überzeugt bin und wo ich selber auch natürlich mich irgendwie von dem Bild auch, ich meine, es gibt so Momente, wo man einfach selber auch überwältigt ist oder wo man einfach merkt, es funktioniert, und dann hoffe ich, dass es dem Betrachter ähnlich geht. Also ich meine, natürlich brauche ich Publikum. Also, Wo ist denn der Mensch eigentlich hingegangen, der da drin war? Ich meine, es sind ja alles Räume, wo sozusagen wo Fundstücke sind, wo Spuren sind, wo man denkt, da ist Mensch gewesen. Wo ist er denn hin? Ich meine, ich will auch noch ein bisschen auf diese Wahrnehmung von Welt raus. Wo ist denn dieser Mensch hin? Ist er so verschwunden? Wird er wiederkommen? Was ist so? Also die menschliche Figur, ich meine, ich habe sie jetzt nicht grundsätzlich, schließe sie grundsätzlich nicht aus. Also ich meine, für mich, aber ich kann jetzt gerade über das, also auch nur über das Werk sprechen, was auch vorhanden ist. Und also da bildet für mich einfach der Raum, also eben der Raum als solcher und auch, der Bildraum einfach, also das ist halt, ja. Also ich verbinde jetzt eben also mit dem Raum, den ich da irgendwie auch gemalt und konstruiert habe, nicht wirklich auch eine Person, die dahinter steckt. Und auch nicht,
ich versuche diesen Raum nicht einer bestimmten Person zuzuschreiben, sondern es ist einfach wirklich auch irgendwie nur Vorwand. Also ich meine, es ist halt das, was auf dem Boden liegt, was an der Wand hängt, das sind einfach wirklich auch Versatzstücke, die eigentlich in einem größeren Kosmos eigentlich auch dienen sollen. Also, an der Bildwelt und auch am Ende zu dem Bild führen oder zum fertigen Bild führen müssen und da auch zwangsläufig hinführen. Also ich denke niemals an den Bewohner dieser Räume. Also es sind immer nur, also für mich bedeutet es einfach, es ist ein Anlass und es ist halt für mich eine Möglichkeit, das Bild von oben nach unten, links und rechts irgendwie durchzudekorieren. Und das, Dekorieren ist natürlich ein ziemlich böses Wort, nicht? Also zumindest in unserem Sprach. Ja, das Muster ist nicht so schlimm. Also Stefan, wenn man sagen würde, Ihre Bilder sind Dekoration, was würden Sie mit mir machen? Dann würde ich sagen, das ist ein Begriff, mit dem ich kein Problem habe. Für mich ist die Kunst ist nicht Wirklichkeit, sondern eine Projektion und ist eben auch, die Dekoration ist eine Ausdrucksform, ist ein Sprachmittel, wie in der Musik auch. Und ich habe sehr viel damit zu tun und stehe auch bewusst dazu, dass für mich ist die ganze Kunstgeschichte, das ist eine starke Ausdrucksform und ich kann auch seine Ausführungen durchaus nachvollziehen, dass er eben an diesen kleinen Nuancen, die sich dann in Farbe oder so ergeben, dass das letztlich eben auch Malerei ist, nicht? Also ich würde auch sagen, durchaus das Verbindende ist, dass ich mich nicht als literarischer Maler, also ich würde schon sagen, Literatur ist das eine und Malerei ist ein anderer Ausdruck. Und es gibt natürlich Künstler, die literarisch sind, die versuchen, ganze Geschichten zu erzählen und packen alles hinein, was man in ein Buch, sag mal, so ein Kriegsbild von Otto Dix ist ein typisch literarisches Bild. Auch Dali ist sehr literarisch gewesen. Und das, also ich komme auch eigentlich von der ungegenständlichen Malerei und von der Geschichte, also die Geschichte der Moderne, der gegenstandslosen Kunst, hat bei mir große Spuren hinterlassen. Und diese Sprache und die Errungenschaften möchte ich nicht missen, sozusagen. Ich kann sogar was mit Ed Reinhardt anfangen oder mit Mondrian. Und wer die Bilder genau betrachtet, das sieht, dass auch solche dekorativen Hintergründe aus der Kunstgeschichte der Moderne in meinen Bildern nachzuvollziehen sind. Sie sagen, Kunst ist nicht Wirklichkeit, das ist einleuchtend, aber es gibt Kunst, die sich mit Wirklichkeit reflektierend auseinandersetzen. Und wenn Sie nun sozusagen durch diese unsere schönsten aller Welten laufen, die ja sozusagen übersät ist von Katastrophen, wo 50 Tote ja sozusagen keine Notiz mehr in der Zeitung wert sind. Vergeht Ihnen dann nicht die Lust, Eva zu malen? Haben Sie nicht Lust, mal sowas anderes, ein Inferno zu malen? Also es gibt schon viele Erlebnisse und Erfahrungen, wo mir die Lust vergeht und es ist auch vorgekommen, dass ich dann aufgrund solcher Erfahrungen wie zum Beispiel des 11. September eine Zeit lang überhaupt nicht mehr arbeiten konnte. Trotzdem ist es so, dass ich daran glaube, dass die Kunst eben was ganz Positives sein soll, wo sich die Menschen dran hochziehen sollen, hochziehen können, wo sie nicht vergessen, um welche Werte es geht und um positive Werte. Also ich glaube, dass jeder gute Nachrichtenjournalist den Gräuel von Irak besser darstellen kann. Und die Filmaufnahmen sind so extrem, dass da ein Bild an der falschen Stelle wäre. Sondern eigentlich geht es mir um die Kraft des Positiven, die ja auch existiert, die wachzuhalten. Und einfach zu zeigen, es
lohnt sich, für etwas zu kämpfen, und es gibt auch das Glück, selbst wenn es noch so aussichtslos erscheint. Und dieses, was kann das Glück sein, immer wieder permanent zu formulieren, sehe ich als meine Aufgabe und auch als eine wesentliche Aufgabe der Kunst. Und wenn jetzt einer sagen würde, diese Erotika, wenn ich sie jetzt mal so, damit meine ich natürlich auch die Regenwälder und alles das, das ist doch auch so, ist das nicht auch so etwas wie die Verschleierung dieser Welt? Ja, also das Ablenken von all dem. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn wir jetzt uns über Musik unterhalten würden und uns einigen auf große Musik, dann würden wir das ja nicht sagen. Aber ich will auch nicht mehr als Musik, die total mitreißt, die emotional mitreißt und einen emphatisch in die Höhe zieht, himmelhoch jauchzend, wenn man so will. Wenn das gelingt, dann habe ich das erreicht. Und so wie er auch sagt, ist es immer eine Mischkalkulation zwischen den Projektionen, die man für sich selbst macht, die man macht, weil man das sehen will, das innere Bild, aber man braucht auch das Publikum und liest am Publikum ab die Reaktion und will auch das mitreißen. Das Publikum ist der Auftraggeber sozusagen. Das kann man nicht sagen, das kann man nicht sagen. Also das Publikum kommt immer, das ist, sag mal, der Unterschied zum darstellenden Künstler. Maler arbeiten im Stillen und im Einsamen sozusagen. Und das ist auch unheimlich schön, weil man wirklich zu sich selbst kommt durch Malen, durch diese Art der Arbeit. Das ist was ganz anderes, weil es nicht extrovertiert ist wie ein Schauspieler. Aber trotzdem ist diese Dialektik zwischen dem Außen ganz wesentlich. Steve, die Katastrophen der Welt, die will ich alle nicht aufzählen, aber die kennen wir. Wo sind die in Ihren Bildern? Die Problem ist, ich habe ich habe studiert mit vielen literarischen Lehrerin. Und so, ich habe immer diesen Geist zum die Probleme auf die Welt. Aber ich denke, das ist in eine andere Welt. Kunst, somehow, ist Kunst. Und wenn ich denke über dieses Problem, wir gehen alle zusammen nach das Manet, das Execution of Emperor Maximilian, und wir sagen zwei Fragen. Ist das ein schönes Bild? Ist das ein wichtiges Bild? Und wenn das geht so, warum? Und die politische Abteilung sozusagen, das Bild, ist geschickter. Und ist das wichtig heute? Der Emperor Maximilian ist tot heute? Ich weiß nicht. Für mich nicht so wichtig. Aber das Bild hat ein Power. Aber warum hat dieser Künstler gespendet so viel Zeit an dieses Thema, auf dieses Subjekt, und hat Manets Oeuvre beschwert über dieses Problem? Und hat viele, viele Probleme für 10 Jahre oder 6 Jahre. Und dann, ja, vielleicht das war nicht die richtige Richtung für die Arbeit. Und ich denke, ja, ich bleibe ein bisschen drin mein Metier. Das ist erstmal für die Künstler, ist im Metier. Und auf Metier kommt die Thema, die Subject, langsam. Und wenn du gehen nach politisch Kunst, dann vielleicht kommt zu viel Ironie, zu viel andere Probleme. Ich weiß nicht genau. Aber warum sind Sie dann eigentlich nach Berlin gegangen? Hat das was, gut, Berlin ist ja auch, wenn man so will, die Hauptstadt des Expressionismus oder so, hat das sozusagen auch künstlerische Hintergründe oder lebt es einfach gut? Es ist die beide, weil ich habe praktisch und ich hatte ein Fellowship aus Stuttgart und das in Stuttgart ist ein bisschen zu Schloss Solitude. Schloss Solitude. Und in das Schloss, das war ein bisschen langsam für mich, ich kam aus New York. Und ich hätte gefragt, wenn das ist möglich, kann ich mein Fellowship
Bewegung nach Berlin? Und die Antwort war ja, okay. Und also ich hatte beginnen mit ich hatte in meinem Kopf an Ideen zu machen, Bilder, Malen oder Fotografie, als ein bisschen atmosphärisch und Essenz auf Baudelaire und Walter Benjamin. Und was kann ich machen? Ich weiß nicht. Also ich habe begonnen. Und ich habe denken für ein Jahr oder zwei Jahre zwischen August Sander und ein bisschen Manet und ein bisschen Gerhard Richter und was passiert. So ich habe viele Fotografie gemacht. Und so Berlin war ein richtiger gut Hintergrund, eine große Stadt, staubig und viele Probleme und unfreundlich. Das ist sehr gut für einen Künstler. Wenn du ein richtiges Projekt hast, eine unfreundliche Atmosphäre ist sehr gut. Und viele, ja. Das ist die Stadt, ich denke, das ist die Stadt, die Walter Benjamin hat viele described. Schreiben. Ja, und das war wichtig für mich. Und jetzt läuft. Im Herbst oder im Winter, hinter einem warmen Ofen, lassen sich die schönsten Maiengedichte schreiben. Das ist auch nicht von Goethe und Schiller, sondern das ist von Heine. Wie ist das denn mit Ihren Bildern? Ist diese luftigen, lichten, aus den sozusagen fast tropischen Sphären kommenden Bilder. Können Sie die auch im tristen Köln malen, was ja im Winter genauso trist ist wie Paris und New York, um so zwei andere Fixpunkte Ihrer künstlerischen Laufbahn, sage ich mal. Also geht das überall malen, das, was Sie malen? Das geht schon, wenn ich praktisch die Vorarbeit oder auch das andere Umfeld habe. Also jetzt lebe ich ja ganz dort, aber davor habe ich dann doch die letzten 20 Jahre und mehr immer ein halbes Jahr dort verbracht, also in Südfrankreich oder auch irgendwo im Ausland in der Karibik oder so, und habe dann eigentlich vieles mitgebracht. Und dort hatte ich in der Regel in Köln dann nachts gearbeitet, weil ich nicht abgelenkt war, und das Licht in Köln hat mich nicht stimuliert und nicht interessiert. Das heißt, ich habe wirklich nachts dann meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, Erlebnisse verarbeitet, bis ich wieder aufgebrochen bin. Und jetzt in Südfrankreich arbeite ich völlig anders. Ich arbeite überhaupt nicht nachts. Ich kann künstliches Licht nicht mehr ertragen. Ich arbeite nur tags und meist nur im Freien. Ich brauche diese direkte Beziehung zur Natur, ob es windet oder weht, und dort kann ich halt das ganze Jahr draußen arbeiten. Das ist, gibt da viele Punkte, aber sicher ein wesentlicher Punkt. Also das geschlossene Atelier ist mir ein bisschen zu geschlossen. Ich brauche diesen direkten Kontakt mit der Natur. Steve, Sie arbeiten, Sie sind Maler und Fotograf. Was ist denn die Fotografie für Sie im Verhältnis zu der Malerei? Ist das wichtig oder ist das ein Hilfsmittel oder ist es was Autonomes? Hilfsmittel. Ich meine, das hat ja auch vielleicht so ein bisschen auf die, auch so was Reportagehaftes, Manet, mhm. Der ja auch immer vorgaukelt, der wäre da gewesen, was er malt. Im University, ich habe gemacht Fotografie nur als Hilfsmittel für meine Maler, weil das war Sources oder ein Beginning Point sozusagen. Und das hat passiert für 5 Jahre, und eine große Sammlung auf Fotografie warten auf die Zeit für ein Bild, ein Bild im Maler auf Farbe. Und dann die Problem war, viele Fotografie war in die Richtung Fotografie und nicht in die Richtung Hilfsmittel. Und dann ich hatte dieses Kind sozusagen, warten auf
erwachsene Leben. Und so, ich habe richtige Fotografie gemacht im Rand, am Wand, in Ausstellung. Und das war der beginning Punkt, war Fotografie, und Maler hat sozusagen zwei Wege. Ich denke über Projekt. Wenn ich denke, das ist nicht möglich auf Fotografie, ich mache das auf Maler und die andere Gegenstände sozusagen. Aber das ist nicht ein Konzept, das ist nicht ein intellectual Antwort sozusagen, das ist ein bisschen praktisch. Aber alles kommt auf dieses Baudelairean Thema, die Stadt, was ist schön heute, aber über Schönheit in die Stadt, was ist zeitlos, was ist specific zum Jetzt, was ist historisch oder Geschichte, und kann in ein Bild, kann ein Bild zu machen auf diese Ideen. So, das ist der Hintergrund auf alles, wenn ich mache ein Bild. Stefan, Sie sind ja auch sozusagen fotografisch tätig, vor allem noch in den letzten Bildern, die auch hier sind. Konzept weiß ich nicht, ob das Konzept ist, aber ist das nicht auch so ein bisschen ein Vertrauensverlust an die Malerei? Ich meine, die ja sowieso, wie mir viele heute immer sagen, so was ganz Antiquiertes, Reaktionäres ist. Ja, also ich habe eigentlich schon sehr lange die Fotografie als eine Art Skizzenbuch empfunden, dass wenn ich unterwegs war, also ich habe tausende von Fotos gemacht, die mir dann auch eine schnelle Erinnerungsstütze waren und wo ich irgendetwas festgehalten habe, und wenn es eine Form aus der Natur war, wo ich nicht Zeit hatte, mich der direkt künstlerisch zu nähern. Und das hat dann ein Eigenleben bekommen. Dazu gibt es parallel die Entwicklung, dass ich in meiner Arbeit immer das Prinzip der Collage benutzt habe. Das heißt, ich habe Zeitungsartikel, rausgerissene Fotos überzeichnet, übermalt. Und irgendwann mal ist das zusammengewachsen, die zwei Ausdrucksformen. Und heute ist es so, dass eigentlich es nur eine Sprache bei mir gibt, aber mit vielen Ausführungen. Ich mache ja auch Skulpturen. Also es ist immer meine Handschrift und meine Sprache in verschiedenen Formen. Aber es ist kein Misstrauen, diesem traditionellen... Nein, das ist so wie ein Jazzmusiker vom Saxophon zum Schlagzeug wechselt. So ich liebe es dann eine andere, ich mache auch die Keramik, hat für mich... sind dann ganz andere sinnliche Ausdrucksformen, und wenn ich jetzt fotografiere, dann sehe ich durch das Objektiv schon die Projektion auf ein Bild. Ich fange an, darüber zu zeichnen, und das wächst wieder zu einem neuen Ganzen zusammen, und das ist einfach dem Impuls heraus, viel zu gestalten, viel zu machen, ein Strom, ein Fluss, ein kreativer Fluss. Ne? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, vielleicht von mir aus noch. Teilweise ist ja beantwortet worden. Gibt es, oder ist, und ich will es reaktionär fragen, bewusst, weil man kriegt ja da oft immer so ganz merkwürdige Gesichtsausdrücke, wenn man diese Frage stellt. Gibt es so etwas wie eine Botschaft in Ihrer Kunst? Sie haben das schon so ein bisschen an, aber so allgemein, gibt es ein Sinn, ein Zweck, eine Aufgabe. Ja. Damit ist ja die Kunst des 20. Jahrhunderts immer angetreten. Ja. Nicht zuletzt auch die Abstrakten, die sie so bevorzugen. Also die Botschaft ist, ein lebensbejahendes Gegenbild zur Wirklichkeit zu malen, das durchaus überzeichnend ist, aber eben etwas total Positives, wie eine sinnliche Philosophie des Glücks rüberzubringen. Das ist schon die Grundbotschaft. Freude, wie sieht das aus? Das ist eine schwere Frage, aber ich denke, für mich, Vorstellung ist das Imagination auf Deutsch. Vorstellung heute ist so im Gefängnis
für die ganze Welt, ich denke. Nicht immer, aber ungefähr. Und als Künstler, wir haben so viel Freiheit, ich denke. Ich hatte einen richtig Businessperson in meinem Atelier gestern und hat gesehen, alles Bild auf die Boden und gesagt, du hast so viel Freiheit. Und das ist richtig, das ist true. Und das Freiheit ist, dass Ideen kommen aus Freiheit, immer. Das ist alles. Und ich denke, als Kunst vielleicht, wenn wir haben nicht so viel Freiheit, können wir contemplate oder denken über die Möglichkeit zum Freiheit denken. I don't know. Vielleicht das ist für mich. Matthias guckt schon so ganz traurig von der Frage. Ich weiß, du hast sie nicht gern, aber... Nee, also ich meine, ich will mich da nicht mehr in Chesney auch so ein bisschen also auch anschließen. Also ich finde schon, also ich meine, es geht schon auch um meinen Entwurf einer Welt oder es geht schon um meine Gegenwelt und die ich eben auch sehr ernst nehme und von der ich mich auch gerne irgendwie gefangen nehme. Es ist jetzt irgendwie, also ich gebe mich dieser Illusion auch gerne hin. Also das ist nicht, also ich versuche halt in Anlehnung an die Realität zwar, aber irgendwie schon zu einem Ergebnis zu kommen, was mich selber auch immer wieder überrascht und wo ich halt irgendwie da auch eine Art Gegenentwurf finde und wo ich mich dann auch irgendwie zu Hause fühle und was mir natürlich irgendwie auch, um auf die erste Frage zurückzukommen, auch eine Art Zuflucht bietet. So. Und ja, das ist für mich erstmal wichtig und ich hoffe, dass es eben für den Betrachter und auch für viele andere eben auch eine ähnliche Bedeutung bekommt. Also. Gut, ich denke, das war doch ganz schön noch zum Schluss nochmal. Der Hausherr hat das Wort. Also ich bedanke mich erstmal bei dem Berater und bei den Künstlern für Einsichten, die mir gezeigt haben, dass diese Ausstellung Direkte Malerei, die ja der Rahmen eigentlich ist für das Ganze, heute eine treffliche Bestätigung gefunden hat. Trefflich deshalb, weil fast alle Künstler, wenn ich es richtig verstanden habe, erdachte Bilder malen. Sie malen keine Bilder nach der Wirklichkeit, sondern, wir haben es gehört, eine Gegenwelt, ein erdachtes Bild, ein erdachter Raum, ob mit oder ohne Mensch, spielt überhaupt keine Rolle. Steven kommt vielleicht, sammelt Fotografie, aber geht auch ganz bewusst auf einen Weg, der nicht der politische Weg ist oder anders. Und Stefan Chesney kommt von der gegenstandslosen Kunst, wenn man so will, zur Formel des erotischen Körpers vielleicht. Also wenn ich das sehe, das sind alles erdachte Welten. Das ist faszinierend, dass der Künstler nicht dem, was vielleicht die Politik oder wir als Gesellschaft fordern möchten, dass die Künstler malen, was wir wollen. Wir wollen kritische Bilder, wir wollen, dass es jetzt endlich mal wieder gezeigt wird, was ist Wahrheit. Goya kam ja öfter. Der Künstler verweigert sich dem, was wir eigentlich vom Künstler wollen. Und genau darin sehe ich den Kern dessen, was ich... Aber er reflektiert natürlich. Er reflektiert. Es kam auch sehr viel aus einer gegenwärtigen Vorstellungswelt eigentlich zum Tragen heute. Die Gegenwartsvorstellung ist anders als die vor 20 oder 30 Jahren. Und dennoch treffen sich Weischer und Chesney. Also ich meine, es gibt ja auch andere Maler wie Neo Rauch oder kritischer Zeitgeister, die ironisch mit der Gegenwart und der Zeit kritisch auseinandersetzen. Das sage ich nicht. Ich sage nur, das ist ein Thema, was hier zusammenkommt. Ich sage nicht, dass es nicht die kritischen Künstler und Geister gibt, die ganz andere Ziele haben und auch eine ganz andere Wirklichkeitserfahrung. Mir ist aufgefallen, dass hier sehr eindeutig entschieden wurde, ich bin Künstler, ich bin Subjekt, ich nehme die Welt wahr, wie ich sie will und ich male auch, wie ich sie will. Das ist eindeutig. Der Künstler ist deshalb ein eminent wahrnehmendes Subjekt. Und ich glaube, wenn wir das als einen Teil der Wirklichkeit, deren Wirklichkeit, vielleicht nicht unsere oder vielleicht nicht der gesamten Wirklichkeit wahrnehmen, habe ich heute sehr viel gelernt. Ich würde jetzt gerne Sie bitten, noch Fragen zu stellen. Wir haben natürlich nachher noch Zeit, dann intensiv mit den Künstlern auseinanderzusetzen, aber solange die drei mit dem Moderator hier sind, wem brennt etwas auf der Seele? Das war ein klares Statement, das ist mir auch bewusst geworden. Ich glaube auch nicht, dass es zu glatt war. Manchmal schien es, dass es vielleicht ein bisschen zu abgestimmt war, was es gar nicht war. Nur weil die Künstler einfach aus einer, sagen wir,
Position heraus denken oder handeln, ist es nicht abgesprochen. Ich hätte auch ein bisschen mehr Krach, hätte ich vielleicht, war ich auch zu lieb. Aber es sind ja keine Politiker, sei Konrad. Eine Frage an Herrn Weigel. Er hat vorhin mal gesagt, der Mensch ist mir im Weg, also die leeren Bilder, die leeren Räume, meinen Sie deshalb, weil der Mensch Ihnen im Weg, glaube ich, im Weg, haben Sie es formuliert. Ist Ihnen der Mensch nur da im Weg oder ist das vielleicht ein generelles Thema, ist Ihnen der Mensch öfter auch woanders im Weg? Ich meine, klar, also die. Also ich bin schon gerne alleine so. Ich meine, ich bin natürlich nicht umsonst auch Maler, was natürlich ein sehr einsamer Beruf ist und ich entziehe mich jetzt nicht grundsätzlich, aber es ist schon, ich weiß aber nicht, ob es damit zu tun hat. Also ich glaube eher nicht. Also das ist, vielleicht gibt es da eine persönliche Parallele und auch eine Vorliebe, aber ich glaube, das hat dann doch eher mit so einem, also ich versuche dann, also dadurch, dass die Figur auch wegfällt also ich möchte einfach nicht durch die Darstellung einer Figur auch eine Situation einfrieren. Es wäre einfach nur ein Moment, eine Momentaufnahme. Ich möchte aber einfach den Raum so darstellen, dass man einfach auch das Gefühl hat von Zeit, dass man einfach in dem Raum herumlaufen kann und sich dann mit den Augen erschließt. Und sobald ich halt eine Aktion zeige, die dann aber natürlich durch die Malerei und durch eine Momentaufnahme eingefroren ist, beschränke ich den Zeitraum auch. Und das ist halt eben so ein Grund, weshalb ich das momentan erstmal außer Acht lasse, aber vielleicht kommt das irgendwann. Also ich bin offen für alles. Also wenn ich ein Geheimnis verraten darf, er ist weiter natürlich in der Beziehung, als er jetzt hier eingesteht. Und wenn man zur Biennale fährt, wird man das auch sehen. Also mehr darf ich ja nicht verraten. Aber er versucht natürlich immer den Menschen, trotz alledem, und nicht immer, aber oft den Menschen auch noch sozusagen durch das Bild in Bild reinzumogeln. Also diese. Gut, ja, das ist natürlich, also es ist auch eine malerische Vorliebe, die ich habe. Und ich male halt auch gerne mal ein Porträt, einen Akt. Und das erlaube ich mir halt, indem ich zum Beispiel einen Pin-Up an die Wand hefte oder das Porträt oder sowas. Also ich meine, es sind auch natürlich malerische Vorlieben, denen ich mich da auch nicht versperren oder wo ich mir auch selber nicht im Weg stehen möchte. Und ich folge halt eigentlich ja in dem Moment auch diesen Vorlieben. Und, ich hätte noch eine kleine Information. Es ist für die Älteren nicht ganz ungewöhnlicherweise. Hier war in den 70er Jahren eine große Ausstellung in der Kunsthalle, die hieß der ausgesparte Mensch. Da gab es also viele Objekte, Gemälde, es gibt sogar noch eine Arbeit, die steht irgendwo von Madame Magritte, die mal heißt Madame Magritte, also das Sofa mit den Schuhen, so die Dame nicht da ist. Das ist eine Arbeit aus dieser Zeit, hat also Fuchs damals eine große Ausstellung gemacht und hat sich auch mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Was bleibt vom Menschen, wenn er nicht im Raum ist oder nicht in seiner Kleidung und in ähnlichem Leder? Ich muss allerdings auch sagen, dass ich ihn anders interpretiert hatte teilweise und dir ist es wohl auch so gegangen. Das zeigt sich, dass der Interpret, der Wissenschaftler, was auch immer, immer der Gefahr ausgesetzt ist, dass sein eigenes subjektives Denken und Fühlen ihn auch auf falsche Wege bringt in der Interpretation, was ja gar nicht so schlecht ist, weil wir sonst nie diskutieren könnten, wenn alles eine Einheit wäre. Aber es ist mir heute aufgefallen, dass ich gerade über seine Werke noch jetzt anders nachdenken muss. Und das zeigt sich, dass jede subjektive Wirklichkeit eben immer eine Einheit ist, die mit anderen nicht kompatibel ist. Das meinte ich auch mit dem Wechseln von Fronten, weil es. Das war sehr interessant, ja. Also ich habe viel gelernt, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich hoffe, dass Sie jetzt die armen Künstler noch etwas quälen beim Glas Wein und einem guten Imbiss, denke ich. Ich freue mich, dass der erste Metzlersche Salon in dieser Bibliothek den Geist des Hauses erweitert hat. Nicht nur über ihre Köpfe, sondern auch das Nachdenken über die Tiefe, die Nachhaltigkeit der Kunst angeregt hat. Und dass wir, und da freue ich mich schon darauf, immer mehr in die Tiefe gehen. Des Bewusstseins von Menschen, von Forschern, von Denkern, von Künstlern, um zu erkennen, wo eigentlich die Wurzeln sind, dieser Kreativität, die wir so suchen und die wir, glaube ich, doch im weitesten Sinn verloren haben, in der Masse jedenfalls. Wir müssen zurück zum Individuum. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich hoffe, es war für Sie alle wie für mich ein Genuss. Dankeschön.